Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Im letzten Part haben wir geschummelt. Die Steroide wirken noch. In den Kommentaren meinte ich hier wohl einen dritten sogenannten, also in Anführungszeichen, Neutral Path reingeschlittert. Okay, klingt richtig eigentlich. So, hier ist Roche. Mit dem sollen wir, glaube ich, reden. Der unglaubliche Lockhart. Na, wie sieht's aus? Du bist entweder unaufmerksam oder ungehobelt. Ich dachte, ich könnte Freunde aus früheren Tagen treffen, mit ihnen reden, in Erinnerungen schwelgen. Aber alle wenden sich von mir ab. Ich bin Luft für sie. Zauberer sind nicht unbedingt für ihre Höflichkeit berühmt. Wem sagst du das? Sie haben mich unter fadenscheinigsten Vorwänden aus Banart geworfen. Vermutlich habe ich zu oft gegen den Rektor gewonnen. Jetzt haben sie mich vergessen und mir reicht's. Ich verzichte auf meine Bücher und Amulette. Ich will mit den Zauberern nichts mehr am Hut haben. Ich werfe mal einen Blick drauf, wenn du gestattest. Von mir aus kannst du diverse Blicke drauf werfen. Oh. Was hat denn der so? Runen. Das ist eine nette Rune. Die nehmen wir mal mit fürs nächste Schwert. Rune des Feuers nehmen wir mal mit. Und die Isgith-Rune nehmen wir mal auch mal mit. Oh, die waren teuer, aber hoffentlich das Geld wert. Zeug, Kruscht. Was haben wir hier? Kennen wir. Ich glaube, Rezepte haben alle die gleichen. Runenschemata. Die vielleicht? Ich kann mir nur eine noch leisten. Eine schon eine ist nur mit 5% Schaden oder 7% Schaden mit 8% Bluten. Bluten klappt halt nicht gegen alle. Nehmen wir mal das. Haben wir noch irgendwas zum Verscherbeln? Also hier können wir die mal geben, theoretisch. Öle benutze ich ja eh nie. Die Tränke sind gar nicht mal so viel wert, wie ich gedacht habe. Bücher sind überhaupt nichts wert. Eltens Trophäe? Wo hab ich denn die her? Ah, das ist der Furry. Genius-Trophäe. Die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Harpchen-Trophäe. Ja, okay, die kann auf jeden Fall mal weg. Kairan-Trophäe ist die schlechtere Drauger-Trophäe. Also die kann auch weg. Krabbspinnen-Trophäe habe ich 2. Die andere habe ich gerade ausgerüstet. Du kannst auch weg, du kannst auch weg. Das langt nicht, okay. Dann gib mir mal ein paar Alraunwurzeln her, schätze ich, und ein bisschen Amethyststaub. Ein bisschen Balisa. Ein bisschen Blütenblätter der Weißen, irgendwas. Myrte. So. Und jetzt noch die Isgith-Rune, bitte. So. Nicht schlecht. Noch einer? So eine Prostituierte? Malina. Auch gucken kostet was. Okay, ja, du bist eine Prostituierte. Aufgabenbrett. Ich beschwöre euch, entsagt der Magie! Nehmen wir mal alles durch. Ich kenne dich noch aus Tannet. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Also sowas. Ach ja, und in den Kommentaren hat mich auch noch jemand daran erinnert, dass der Endboss ja auch zu der Flammenrose gehört. Es gab ja die Gemäßigten mit Siegfried, wenn es so hieß, und die Extremisten. Ich bin Geralt. Bras von Banart. Ich kenne dich noch aus Tannet. Hatte ich auch in Ochsenfurt gesehen. Offenbar begegnen wir uns nur auf elfischem Boden. Vielleicht. Aber dich führt sicher nicht das Verlangen her, mit mir über Elfenruinen zu reden.
Eigentlich wende ich mich an dich als Waffenkundigen. Ich bin kein Fachmann. Du bist der beste Schwertschmied unter den Zauberern. Dabei interessieren mich eher die materiellen Kulturschätze anderer Rassen. Ich brauche einen soliden materiellen Kulturschatz für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. Na dann. Jetzt muss man auch Geld haben, ne? Elfenschwert. Oh, holy fuck. Das hat ordentlich Base Damage. Kovierschwert. Kurzer Elfensihiel. Das Elfenschwert ist hier halt saugut. Novigarder Schwert. Schaden ist mit Block 50. Energieregeneration im Kampf. 42 Max Damage. Rüstung aus Tirnalia. Ich glaube, das ist meine aktuelle besser sogar, oder? Das hat eine Selkirks-Rüstung. 14. Und die war zu schlecht für mich. Also sie ist saugut, ja, nicht falsch verstehen. Die Frage ist, brauche ich sie? Status Quo sagt... Okay, das ist ein bisschen weniger... Okay, nein, das ist deutlich weniger Schaden. Aber hat dafür mehr Extras. Das Elfenschild hat keine Extras. Du bist plus 2. Okay, wir brauchen die Rüstung nicht. Silberschwert hatte der Keynes. Aha. Was willst du? Ach, hi. Zivik. Du bist nicht im Lager von Kaedwyn? Diese redanischen Schweine haben uns übers Ohr gehauen, wie immer. Sie haben sich die besten Gebäude genommen und wir haben die Rattenlöcher gekriegt. Besser hier, auf diesem Platz. Ein Schauspiel, wohin man sieht. Boten sausen hin und her. Delegierte lächeln sich zu, obwohl sie einander am liebsten die Kehle durchschneiden würden. Und das Gold wechselt seinen Besitzer. Überall Bewaffnete. Jedes Land will am bedrohlichsten wirken. Bald gibt's hier wieder Arbeit für solche wie mich. Tut gut, einem Optimisten zu begegnen. Da wird einem doch gleich leichter ums Herz. Die Magier machen um die Verhandlungen einen Riesenzirkus. Nassauer sind das. Die schrecken vor nichts zurück, um nur wieder Zugriff auf die königlichen Schatzkammern zu kriegen. Detmold ist einer von ihnen. Er wird zu ihnen halten und die Stimme von Kaedwyn bedeutet sehr viel. Hänselt würde sie rasch wieder zur Vernunft bringen. Das war ein großer Herrscher. Die Welt ist auf den Hund gekommen, wenn sie nur Narren und Kinder regieren. Sie wollen auch beraten, was sie mit der Situation nach den Anschlägen machen. Ah, eine neue Weltordnung und solche Dinge. Ich sehe mir all diese feigen Ritter und beschissenen Magier an und überlege, wohin es die Menschen eigentlich treibt. Geradeaus. Blindlings auf die Steilküste zu. Und bis dahin erheitert sie der Luftstrom eher, als dass er sie erschreckt. Oh, das war gute Worte gewählt, Geralt. Guten Tag. Reden wir noch ein bisschen mit den Leuten? Mal gucken, was sie sonst noch für so... hier sind noch mehr Händler. Grüß dich. Du bist kein Händler, du bist ein Junkwirt. Hübsches Lokal, meine Verehrung. Danke für das treffende Kompliment. Willkommen im ewigen Feuer. Die Küche ist Tag und Nacht geöffnet? Aber nein, ewiges Feuer bedeutet Licht der Wahrheit, Glut echter Gemeinsamkeit. Nur im ewigen Feuer, unter diesem Zeichen, müssen die Hexen brennen, trifft der Mann seinesgleichen. Okay. Was hast denn du so? Krempel, okay. Raduvit hat sie doch geschickt, du Armleuchter. Wer ist denn der Händler? Einer von euch? Undomiel. Oh. Was willst du? Wieso ist der jetzt hier? Der war doch eben noch... Undomiel. Oh, da ist er. Sonst werd ich böse. Wie sonst was? Guten Tag. Sonst werd ich böse. Droh mir doch erstmal, bevor du sonst werd ich. Wenn es die Kammer noch gäbe, wäre es sonst niemals werd ich dazu böse. Gekommen. Eierkopf. Wenn meine Oma ein Schnurrbart hätte, wäre sie ein Welt. Protestieren auf. Ah, das ist ein Schmied. Was hat der denn so? Fallen und Kartätschen. Roter Nebel. Psychoaktives Gas. Sirikanische Sonne. Lähmen. Haben wir noch eine bessere Bombe? Tanzender Stern habe ich gemacht, oder? Ach, halt doch die Klappe.
Tun wir euch mal wieder weg. Ihr könnt... Ich kann ich ja eh nicht benutzen. Kartätsche und tanzender Stern, genau. Wer sind gerade ausgerüstet von euch? Nehmen wir mal dich wieder. Verlasst die... Ich könnte mal noch mehr machen, theoretisch. Mal gucken, ob wir ein paar Mutagene kriegen. Jetzt haben wir ja den Skill noch ein bisschen ausgemaxt. Tanzender Stern. So. Ich mache auch noch mehr Tränke, um sicher zu gehen, dass mir die nicht ausgehen. Das ist ein defensiver Trank. Ohne Downside. Den könnte ich eigentlich auch mal ein paar machen. So, und noch ein paar Krähen. For the good measure. So. Was sagen Mutagene? Da. Nix. 10% Chance. Ich habe einen Haufen Zeug gemacht. Und das ist alles, was dabei rauskommt? Euer Ernst? Selbst wenn es nur bei Tränken wäre, ich habe auch eine Shitload an Tränken gemacht. Das macht keinen Sinn. Geißelt eure lüsternen Körper! Aber nicht gegenseitig geißeln! Auf einem Zug und stöhnen! Seltsam. Okay, ich glaube, wir waren bei allen. Das Lager ist für Fremde gesperrt. Na dann, Roche. Bereit für ein Gespräch mit Radovid? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Dann komm mit. So, na dann. Ab geht's. Wo ist er denn? Ah, halt! Wir wollen zu einem Treffen mit König Radovid. Ist das eine offizielle Audienz? Das hier. Wir haben Informationen über die Königsmörder. Es wissen doch alle, dass der Hexer von Riva der gesuchte Mörder ist. Dann liegen sie alle falsch. Nicht meine Sache. Ich habe das Leben des Königs von Redanien zu schützen. Wir haben Informationen für Radovid, die ihm bei den Verhandlungen nützlich sein dürften. Willst du seinen Zorn riskieren? In diesem Lager wimmelt es von Soldaten. Es wäre doch Selbstmord, sich auf Radovid zu stürzen. Wenn eure Botschaft so wichtig ist, dann geht. Aber ein Wort des Königs und ihr baumelt am Galgen. Sei unbesorgt. Ich meine, die zwei können ja einfach mit reinkommen. Und die Armbrust halten. Dass wir nicht viel machen können. Oder so. Ich glaube auch tatsächlich, ich wechsle mal kurz die Trophäe. Die Kampfspinnen-Trophäe macht was nochmal? Sie hat doch Vitalität. Was war nochmal die Draugr-Trophäe, was die mir gegeben hat? 50 Vitalität plus 5 Rüstung. Ich habe gerade 25 Rüstung, oder? 24 waren es. Ich nehme mal die. So. Wenn Radovid und die Ketwener sich zusammentun, hat Temerien keine Chance. Er könnte auch ein Bündnis mit Nilfgaard eingegangen sein. Dann kann er den Norden zwischen sich und dem Kaiser aufteilen. Dagegen hätte ich nichts, solange sie mit Kedwin anfangen. Sie würden mit dem Land anfangen, in dem das größte Chaos herrscht. Besser, es kommt gar nicht so weit. Ja, und das wäre dann halt wohl oder übel... Der weiße Wolf. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Achso, die Typen. Da ist was im Busch. Ja, hört auf zu labern. Ich will einfach zum König, damit wir nicht ganz das Hintergrundgeschwätz haben und es weitergeht. Habt ihr um Audienz beim König ersucht? Ja. Ja. Der König lässt bitten. What? Egal. Hallo. Geralt von Riva. Eure Majestät. Wie immer tauchst du da auf, wo man dich zuletzt erwartet. Noch dazu in solcher Gesellschaft, dass aus dir mal ein Soldat wird? Nicht wirklich. Die Gesellschaft von Militärs hat noch keinen zum Söldner gemacht, Majestät.
Ich bin in eigener Sache unterwegs. Wir haben uns erst vor einer Weile gesehen, aber seitdem hat sich die Welt ziemlich verändert. Temerien steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Kedwin hat das Pontartal besetzt und beim Gipfel der Nordreiche taucht eine Abordnung aus Nilfgaard auf. Voltest und Demavent sind tot. Mir ist, als hätten wir erst gestern gemeinsame Verträge unterzeichnet. Henselt wurde in Wergen gemeuchelt. Jo, der kommt rum, der Königsmörder, ne? Was macht die Gesandtschaft aus Nilfgaard hier? Henselt hat sie eingeladen. Natürlich. Bevor er starb. Schillard Fitz Österlin konnte sich das nicht entgehen lassen. Die Debatten nützt er, um sich wie üblich zu inszenieren. Und das hier? Aus welchem Grund habt ihr den Orden herbestellt, Majestät? Der Orden der Flammenrose soll sicherstellen, dass es friedlich bleibt. Wir wollen hier kein zweites Tanit. Na dann. Ich komme mit der Bitte um Hilfe, Majestät. Augenblick, Hexer. Wärst du nicht gewesen, hätten die Königsmörder Henselt gemeuchelt, nicht wahr? Also ja, hätten sie, aber ich meine, der ist ja trotzdem tot, oder? Ich habe seinen Tod nur hinausgezögert. Weißt du, wie er starb? Ich war nicht dabei. Schon die erste Lüge heute. Und das vor den offiziellen Verhandlungen. Wie soll ich dir helfen, wenn du nicht aufrichtig bist? Okay. Das war nicht gut. Ich habe Henselt umgebracht. Henselt hat Roschs Männer umbringen lassen und damit sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Nach der Schlacht suchte er in Wergen nach Saskia. Ich lockte ihn in eine Hütte und brachte ihn dort um. Und Detmold? Er führte die Befehle aus und wird auch bekommen, was er verdient. Ich denke, wir werden uns einig. Du hast erwähnt, dass du Hilfe brauchst, Hexer. Ich höre. Sheila, stimmt das mit... Wie heißt sie? Der anderen wissen wir ja noch überhaupt nicht. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob die überhaupt jetzt das hier unter Kontrolle hat, weil die hat ja die ganze Giftaktion, gab's ja nicht. Na, whatever. Wer vertritt Temerien, wenn dort solches Chaos herrscht? Der Konstabler Natalis, ein Held von Brenner. Seine Anwesenheit ist eine ordentliche Maulschelle des Nordens für Schillard. Gut so. Okay, und das hier? Wer vertritt Kedwin? In Lochmuin ist nur Detmold mit seinen Leuten. Er repräsentiert sich selbst. Super. Hinter den Morden an den Königen Temeriens, Edirns und Kedwins steckt Sheila de Tankerville. Woher weißt du das? In Kedwin töteten wir einen der Mörder. Mithilfe von Detmolds Magie konnte ich Einblick in dessen letzte Stunden nehmen und hörte ein Gespräch mit an. Darin ging es um Sheila. Die Magie des einen Zauberers enthüllt die Schuld des anderen. Nicht Magie, sondern Nekromantie, der verbotene Weg. Es passt zusammen. Schillard hat mich vor einem Komplott gewarnt. Angeblich hat Triss Merigold ihm die Gründung einer Geheimloge durch die Zauberinnen gestanden. Triss arbeitet mit Schillard zusammen? Sie sitzt in Untersuchungshaft. Schillard ist überzeugt, dass die Zauberinnen Nilfgaards Teil des Komplotts sind. Ein Glück, dass das ganze Amphitheater mit einem Bann belegt ist, der Magie unterdrückt. Sonst könnte sich keiner in die Nähe all dieser Zauberer wagen. Naja, die Sitzung ruft. Wer will schon das traurige Ende Temeriens verpassen? Was meint ihr damit, Majestät? Die temerischen Adligen rebellieren. Sie sind ohne König und wollen das Reich in Provinzen aufteilen. Temerien aufteilen? Schande über diese Verräter! Nun ja, so weit muss es nicht kommen. Anais, die Tochter von Luisa und Foltest, ist noch am Leben. Nach der Rebellion der Baronin haben sich die Nilfgaarder die Kleine geschnappt. Offenbar falschen sie mit den Kedwinern um sie. Man berichtet mir, dass Anais von Detmold festgehalten wird. Hier in Lochmuin. Ich kann die Kedwiner nicht einfach angreifen. Das gäbe Krieg.
Wir sind schließlich hier, um den Frieden zu retten. Aber ein Hexer und ein früherer Soldat, das wäre was anderes. Bring mir Anais, Geralt. Dann gewährleiste ich die Einheit Temeriens und bestrafe diejenigen, die das Blut des temerischen Königs an den Händen haben. Klingt gut. Eigentlich. Hätten wir so wahrscheinlich sowieso gemacht mit den Infos. Und Sheila? Nur die Ruhe. Mit widerspenstigen Zauberinnen werde ich fertig. Warum soll für Sheila de Tankerville nicht gelten, was für Philippa Eilhardt gilt? Das Mädchen hat Priorität, Hexer. Ich kann sie in meine Obhut nehmen und mit ihr nach Redanien zurückkehren. Dort würde sie bei ihrer Halbschwester, meiner Frau Ada, aufwachsen. Sobald sie alt genug ist, könnte sie den Thron besteigen und Temeriens Souveränität sichern. Ich muss in die Sitzung, Geralt. Die Zeit drängt. Bringt mir dieses Kind. Ihr beiden seid dafür die Richtigen. Ohne Heimat, ohne Herrn, Außenseiter, mit denen niemand rechnet. Ich gebe euch mein Wort, dass Sheila de Tankerville zur Verantwortung gezogen wird. Mit Feuer und Stahl. Ein Bündnis mit Redanien ist die einzige Chance für Temerien, unabhängig zu bleiben. Aber ein riskanter Schritt. Nur Anais kann Temerien retten. Bussis Tod macht mir Kopfzerbrechen. Ein Junge hätte größeres Anrecht auf den Thron. Vielleicht erfahren wir von Anais mehr. Es ist Zeit, unserem Freund Detmold einen Besuch abzustatten. Triss in der Gewalt der Nilfgaarder. Sie quetschen alles aus ihr raus und dann brauchen sie sie nicht mehr. Wenn ich zwischen dem Leben einer Zauberin und der Zukunft Temeriens entscheiden muss, dann bleibt mir keine Wahl. Es tut mir leid, aber dies ist nicht der Ort für solche Gespräche. Gehen wir vor das Tor. Tja, dann hoffe ich mal, dass ich mich nicht entscheiden muss. Wieso ist hier ein Questmarker? Ah, das ist Roche. Okay, gut. Dann war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.